Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem Oktober an. Und es steht tatsächlich ein relativ großer Stapel neben mir. Und es sind insgesamt 18 Bücher bei mir eingezogen. Es sind theoretisch sogar ein paar mehr. Aber einige der Bücher sind tatsächlich jetzt Bücher, die nicht auf dem Sub wandern, weil sie eben als echtes Buch bei mir eingezogen sind und ich sie vorher in anderer Form hatte. Deswegen sind es 18 Bücher. Es sind 10 echte Bücher, was mich tatsächlich so ein bisschen wundert, was auch gefühlt eher in der zweiten Hälfte des Monats passiert ist. Es sind 5 E-Books und 3 Hörbücher eingezogen. Und über den Schnitt bin ich tatsächlich nicht ganz zufrieden, weil es mir doch ein bisschen zu viel echte Bücher sind und ich ja eigentlich immer darauf achten möchte, dass das so ein bisschen gleichgewichtiger ist. Aber wenn man jetzt 10 zu 8 stellt, also echte Bücher zu nicht echten, also nicht echten anfassbaren Büchern, dann passt das gefühlt eigentlich auch schon wieder. Aber ja, vor allem ist eine Rebuy-Bestellung wohl daran schuld, wo 3 Bücher eingezogen sind und auch eine Medimops-Bestellung, wo 2 Bücher eingezogen sind. Und das ist manchmal böse. Aber wir reden gar nicht lange, sondern ich zeige euch jetzt einfach die 18 Bücher, die eingezogen sind, plus die Bücher, die nicht auf dem Sub gewandert sind und sozusagen nicht als Neuzugänge gelten. Ja, das erste Buch war ein Hörbuch und zwar V-Wars, die Vampirkriege von Jonathan Mayberry. Auf dieses Buch bin ich ja aufmerksam geworden, weil es hierzu eine Netflix-Serie geben würde mit Ian Somerhalder und es nach düsteren, dunklen Vampiren klang und einem Krieg zwischen Vampiren und Menschen und ich das mega, mega spannend fand. Mittlerweile auch schon gehört. Und David Nathan hat es vertont. Ich habe lange überlegt, ob ich David Nathan mal wieder eine Chance gebe nach meiner Sperre sozusagen nach Monster 1983. Und ich habe es nicht bereut, es gehört zu haben, denn David Nathan macht das einfach großartig. Was man bei den Vampirkriegen so ein bisschen wissen muss, beziehungsweise bei V-Wars, ist, dass es keine reine Geschichte ist, sondern aus verschiedenen Kurzgeschichten sozusagen erzählt wird, mit auch natürlich verschiedenen Perspektiven. Und das war etwas, was mir nicht bewusst war, als ich es angefangen habe und ich da so ein bisschen irritiert war. Aber ja, mittlerweile auch schon gehört. Das neue Buch von Cecilia Hearn ist ebenfalls bei mir eingezogen und zwar Postscript, was ich dir noch sagen möchte. Das ist eine Fortsetzung von PS Ich liebe dich, wo wir auf Holly den Charakter im Grunde treffen, den wir auch da schon kennengelernt haben. Ich fand aber, dass man das Buch auch unabhängig von PS Ich liebe dich lesen kann, denn es wird schon ein bisschen auch erzählt, was in PS Ich liebe dich geschah, sodass man den Bezug zu Holly, ihrem krebskranken Mann Gary, auch herstellen kann, der ihr ja ein Jahr lang jeden Monat einen Brief geschickt hat, den er immer mit PS Ich liebe dich beendet hat. Und in der Fortsetzung bildet sich eben aus Todkranken der PS Ich liebe dich Club und alle, die da mit dabei sind, möchten eben ja auch etwas für ihre Lieben hinterlassen, wenn sie dann sterben und Holly versucht sich da so ein bisschen einzubringen, beziehungsweise steht sich da manchmal selbst auch die Frage, ob sie damit nicht irgendwas aufwärmen, was sie lieber lassen würde und so weiter und das habe ich auch schon gelesen, habt ihr, glaube ich, jetzt auch in der letzten Bücherwoche gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Dann hat man sehr viel von Strange the Dreamer gehört, das neue Buch von Lainey Taylor, Der Junge, der träumte. Hier ist auch der erste Band bei mir eingezogen. Das Blöde an diesem Buch ist tatsächlich, dass der erste Band vom Englischen ins Deutsche geteilt wurde. Das merkt man der Geschichte leider ein bisschen an. Deswegen würde ich fast im Nachgang empfehlen, jetzt den zweiten Teil des ersten Teiles abzuwarten. Der kommt jetzt, glaube ich, Ende November. Und dann das eine Buch in einem zu lesen. Man merkt der Geschichte an, die grandios erzählt ist und wirklich sehr fantasievoll auch eine Idee verfolgt, dass sie aber in der Mitte irgendwie gesplittet wurde. Und das finde ich persönlich ein bisschen unschön. Es wird auch noch einen zweiten Teil im Englischen geben. Insgesamt wird dann wohl die Reihe aus 4 Teilen im Deutschen bestehen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, vor allem weil das Buch auch gar nicht so dick ist im Englischen. Ich glaube, nicht mal 600 Seiten hat. Das heißt, man wäre vielleicht auf 850 Seiten gekommen. Ja, es ist natürlich für ein Jugendbuch vielleicht ein bisschen viel. Ich habe auch so noch den Gedanken mitbekommen. Manchmal ist es auch eine Frage des Umsatzes. Lieber 2 Bücher à 20 Euro als 1 à 25 oder 28. Und ja, das mag irgendwie auch ein Argument sein, aber ich finde es einfach schade, weil man eben solchen Büchern oft anmerkt, dass sie nicht geplant
ja, geteilt wurden, dass sich die Autorin eben schon etwas überlegt hat in ihrem Ablauf, in, ja, wie sie ihre Geschichte, den Spannungsbogen erzählt. Dennoch eine grandiose Geschichte, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ja, die ich wirklich toll fand. Ja, als nächstes Hörbuch ist eingezogen, Space Opera von Catherine M. Valente. Das Buch ist mir, glaube ich, aufgefallen auf einem Treffen in Münster. Das hat sich unter anderem Ingo von Senf dazu gekauft. Das haben wir auch irgendwie alle unterschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte genau war. Und seitdem war es auf meiner Wunschliste und es wird von Simon Jäger gesprochen, der ja in der Regel auch alle Fitzek-Bücher spricht, der auch den Marsianer gesprochen hat, der die Synchronstimme von Matt Damon ist, und das ist für mich immer ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und bei diesem Buch bin ich aktuell, also wenn ich das Video drehe, bin ich dabei und werde euch dann wahrscheinlich in der kommenden Bücherwoche was dazu erzählen. Wir haben hier ja eine Art, ja, also es ist ein humorvoller Science-Fiction-Roman, der ein bisschen ja, auch an die Hungerspiele durchaus erinnert, also so ein bisschen dystopisch wird, denn ja, die Erde, wie wir sie kennen sozusagen, wird ja von außerirdischen Wesen ja besucht, und es gibt im All eine Art Eurovision Song Contest, wo jeder Planet unter bestimmten Bedingungen mitmachen muss, und ja, wenn er nicht mindestens den vorletzten Platz erreicht, dann wird der Planet ausgelöscht. Und ja, sehr gut erzählt von Simon Jäger, ein Stil, der sehr anders ist, der mir an mancher Stelle vielleicht zu oft anders sein möchte, aber deswegen, ich finde ihn sehr lustig bisher und freue mich da aufs Weiterhören. Dann ist eingezogen von Arno Strobel Offline. Ich habe von Arno Strobel bewusst noch nichts gelesen. Dieses Buch ist mir aber von verschiedensten Quellen im Grunde empfohlen worden. Und so durfte das E-Book bei mir einziehen, weil ich einfach auch Lust hatte auf diese Geschichte, auf dieses Offline, auf dieses ständig Online-Sein und genau das Gegenteil. Und ich fand, es klingt einfach super spannend, und ich habe da auch eine Lovely Books Leserunde so ein bisschen mit mir angesehen, als sie das Lesen angefangen haben, und habe wirklich die positiven Stimmen daraus mitgenommen. Deswegen durfte es als E-Book bei mir einziehen. Auch als E-Book eingezogen ist Die Arena von Hayley Barker. Ein Buch, in dem ich ein bisschen kritisch entgegensehe, deswegen auch nur so ein bisschen unschlüssig eigentlich lange war, ob ich es mir zulege oder nicht, weil es klingt schon ein bisschen wie eine romantische Version von Tribute von Panem, denn man hat hier auch eine Arena, wo eben Jugendliche antreten mit besonderen Kräften und Stärken, und auch hinter einer dystopischen Welt, und ja, Dystopien sind ja irgendwann mal komplett aus der Erde wie Pilze gestoßen, und man konnte dann gar nicht mehr so richtig abwägen, was ist eine gute Dystopie und ja, irgendwie, was ist vielleicht nur einfach auf den Zug aufgesprungen. Hier bin ich trotzdem sehr neugierig, weil es einfach so, irgendwas hatte es im Klappentext, was mich angesprochen hat, und deswegen durfte es als E-Book auch bei mir einziehen. Auf Empfehlung der lieben Ruth habe ich mir The Prenup geholt von Lauren Laney in der englischen Version. Das war eines ihrer Jahreshighlights im Liebesroman. Bereich, und sie hat da so geschwärmt in ihrem Video. Wenn ich das Video finde, packe ich es euch auch mal unten in die Infobox, und und da findet ihr auch alle Bücher, die ich mir zugelegt habe, alle Informationen dazu, und sie hat da so geschwärmt, und ich fand auch das Cover cool, den Klappentext cool. Ich habe auch in die Leseprobe so ein bisschen reingelesen und dachte, okay, das ist in Englisch, das ganz gut passt. Und so durfte es dann als E-Book für 2 € bei mir einziehen. Und ja, ich bin gespannt. Es sollte jetzt zeitnah auf jeden Fall noch gelesen werden, weil es wirklich so, so toll klang. Dann hat mir ein Zuschauer, ich glaube, aufgrund meines Schwärmens von Ad Astra, bilde ich mir ein, dass es das war, Science-Fiction-Romane erzählt, oder war es auf Ad Astra, ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar hat er mir den Autor Joe Haldeman empfohlen, und ja, ich habe mir 2 Bücher bei Medimops bestellt. Zum einen ist es Herr der Zeit vom Autor. Das Cover jetzt nicht so richtig meins, muss ich ehrlich gestehen. Im Manticore Verlag erschienen. Es war nicht teuer, ich weiß nicht, 2-3 € mehr war es nicht. War auch in einem guten Zustand, kann man nicht meckern. Und Joe Haldeman ist Hugo und Nebula Award Preisträger. Und ja, hier geht es schon irgendwie so ein bisschen um Zeitreisen. Mehr möchte ich aber gar nicht verraten. Ich bin sehr neugierig darauf. Hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und auch Camouflage hat mich sehr angesprochen.
Habe aber jetzt versehentlich wahrscheinlich die englische Version bestellt. Und bei Science Fiction Englisch finde ich es persönlich immer ein bisschen schwierig. Wobei ich muss sagen, das Buch hat keine 300 Seiten. Vielleicht werde ich erst Herr der Zeit lesen, um mich so ein bisschen mit dem Autor und seinen Schreibstil anzugewöhnen, bevor ich dann zu seinem englischen Werk greife. Es kann funktionieren, wenn ich aber merke, dass ich nicht mit dem Englisch zurechtkomme, dann würde ich mir dann doch nochmal die Mühe machen und das Deutsche heraussuchen. Aber das Cover sieht schon cool aus. Ich weiß auch bei Mediamobs immer nicht so richtig, ob das gezeigt wurde, dass es ein englisches Buch ist oder nicht, ob ich da irgendwas verpasst habe, als ich drauf geklickt habe. Also keine Ahnung. Aber ja, durften beide zu einem günstigen Preis mit. Dann ist das neue Buch von Robert Harris als Hörbuch bei mir eingezogen, und zwar Der zweite Schlaf. Dazu habe ich schon in der Bücherwoche ein bisschen was erzählt, und auch in meinem Hörgenuss des Monats ist es auserwählt worden. Eigentlich hatte ich ja, gibt es ja auch eine Robert Harris Lesegruppe, in der wir dieses Jahr aber gefühlt doch ein bisschen fauler waren und, glaube ich, nur zwei Bücher zusammen gelesen haben. Und das letzte Buch hatte ich ja dann, das war Intrige, hatte ich abgebrochen. Und war dann irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, was man von ihm als nächstes liest. Und Paddy und Thorsten haben aber unglaublich vom zweiten Schlaf geschwärmt. Und so habe ich es dann auch gehört. Toll gesprochen, toll erzählt, ein tolles Hörbuch, eine tolle Geschichte. Es ist gefühlt mal was ganz anderes und hat Wendungen, die im Kopf rattern. Und war großartig, kann ich jedem nur empfehlen. Dann habe ich zusammen mit der lieben Sarah Sophie einen Barot gelesen. Denn Paris ist immer eine gute Idee. Und mich hat Barot immer wieder packen und begeistern können. Und so habe ich dann bei Rebuy drei Barot-Bücher bestellt. Ich habe auch noch DVDs mitbestellt. Also es waren nicht nur die Bücher, aber unter anderem wirklich drei Barots. Und zwar zum einen Du findest mich am Ende der Welt. Und die ist in dieser richtig süßen kleinen Hardcover-Ausgabe gekommen. Auch wirklich noch, sieht wie neu aus. Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei dieser kleinen Bücher. Die finde ich tatsächlich ganz niedlich. Und Sarah und ich wollen jetzt auch gemeinsam den ein oder anderen Barot jetzt eben noch entdecken. Ich habe jetzt diese drei, die ich noch nicht gelesen habe, mir auch direkt geholt. Die sind auf dem Sub gelandet. Dann auch Menü d'Amour, eine Liebesgeschichte, relativ dünn. Ich glaube, das ist mal was man so in einem Happen gefühlt wahrscheinlich mal wegliest. Und eines Abends in Paris. Und ich finde auch die Cover von den Barot-Büchern richtig, richtig schön. Und es ist schon Liebesgeschichten, die eben in Paris spielen. Und ich mochte die bisher gelesenen oder auch gehörten Bücher von ihm immer super, super gerne. Und hier heißt es auch so schön, ein absolutes Gefühlshighlight. Und besonders Das Lächeln der Frau, und das ist ja so sein Durchbruch gewesen, beziehungsweise auch sein Debütroman, beziehungsweise ist ja auch Nicolas Barot gar kein Mann, sondern, soweit ich weiß, eine Verlagsmitarbeiterin, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, irgendwie war doch da, gab es doch da so, ja. Ich glaube, irgendwie sowas war es. Aber deswegen, ich freue mich auf die Barots, die wir in nächster Zeit dann auf jeden Fall auch zusammen lesen werden. Dann ist bei mir eingezogen vom lieben Erik Kellen. Zusammen mit Mira Valentin hat er Windherz geschrieben. Das ist die Lichtsplitter-Saga und das ist der erste Teil. Ich fand von Erik Kellen ja die Nimmerherz-Reihe grandios. Ich habe sie abgöttisch geliebt und bin sehr gespannt, was er jetzt mit Mira Valentin bei Windherz geschrieben hat. Es waren einige Goodies drin, unter anderem Lesezeichen, Autogrammkarten. Die Aufmachung ist richtig schön. Hier auch die Sturmlöwen, das, ich hoffe, man kann es erkennen, das Cover, das Logo finde ich super, super schön. Wir sind hier auch wieder im Norden unterwegs. Ich glaube, das kann Erik gefühlt wirklich mit am besten. Und gleichzeitig haben wir eben eine Prinzessin am Hofe von Yandor. Und sie ist gesegnet und verflucht mit einer Gabe und zwei Menschen, von denen mehr abhängt, als sie ahnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der Perspektivwechsel eben jeweils vom anderen geschrieben wurde. Und darauf bin ich mega, mega gespannt. Sowas mag ich super gerne. Und das ist ein Buch, was jetzt im November ganz groß oben auf meiner Leseliste auf jeden Fall steht. Dann ist eingezogen ein Hörbuch, und zwar in echter Form. Und zwar, keine Ahnung, ob das richtig ist, von Julia Engelmann. Ich mag ihre poetischen Poetry Slam Bücher immer super gerne. Ich verfolge sie gefühlt wirklich seit dem ersten Buch immer wieder. Und freue mich jetzt auch auf, ob das richtig ist. Ich weiß gar nicht, wie viel es hier mittlerweile gibt. Es müsste jetzt das fünfte sein. Ja, eines Tages Baby war ihr erstes, dann Wir können alles sein Baby, jetzt Baby.
Und dann kam keine Ahnung, ob das Liebe ist, das war letztes Jahr, und ob das richtig ist, ist dieses Jahr. Ja, es sind, glaube ich, ja 34, also beziehungsweise, glaube ich, 32 Poetry Slams mit Intro und Outro. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wird jetzt als nächstes ziemlich zeitig dann auch gehört. Ist ja auch, glaube ich, nur ein bisschen was, knapp 2 Stunden, ne? Oder 1 Stunde und 9. Und dann werde ich so schön einen Slam nach dem anderen hören. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Dann ist das neue Buch von Michael Martin bei mir eingezogen, Das Wesen der Wüste. Michael Martin kenne ich aus dem Weltwach-Podcast. Ich habe, glaube ich, auch schon ein Buch von ihm hier. Und das ist jetzt sein neues Werk, Wie der Sand in die Wüste kommt und weshalb die Dünen singen. Und es sind auch wunderbare Farbfotos drin. Ich habe schon mal so ein bisschen reingelugt und bin mega gespannt. Ich mag ja solche Abenteuer-Reisebücher unglaublich gerne. Und ja, wirklich, Michael Martin ist auch ein super sympathischer, wenn er von seinen Reisen und seiner Leidenschaft so erzählt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das Buch vom Verlag bei mir angekommen ist. Und ja, Wüsten haben für mich ja auch etwas sehr Faszinierendes, kommen ganz knapp nach dem Meer. Weil ich finde, wenn man so am Rande einer Wüste steht, und ich war ja noch nicht so richtig tief drin, aber so am Beginn der Sahara, das hat schon einen ganz besonderen Flair. Also das ist einfach mal was ganz anderes. Es ist eine ganz andere Ruhe und es ist auch wirklich eine Stille und eine ganz andere Luft. Und ja, faszinierend. Ich kann das gut nachvollziehen und ja, bin hier auch immer wieder fasziniert und freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Buch. Dann ist ja von Sebastian Fitzek das neue Buch, hoch wie rum, eingezogen. Das Geschenk habe ich mir direkt am Erscheinungstag in meiner Thalia geholt, weil ich auch diese coole Verpackung haben wollte. Und leider bin ich ja in meiner Bücherwoche ein bisschen unscharf geworden, was ich bei der Kamera immer nicht verstehe. Deswegen jetzt hier nochmal diese sehr coole Verpackung, wo man wirklich das Buch im Grunde auspackt wie ein Geschenk. Es hat wirklich was. Und das reine Buch ist dann ja in Rot gehalten. Ja, das ist die limitierte Erstauflage, die so besonders ist. Also wer die haben möchte, ja, muss da im Grunde, weiß jetzt nicht, ob man so schnell sein muss, aber ja, wer die haben möchte, sollte jetzt eben schauen, dass er die Erstauflage bekommt. Danach wird es halt wahrscheinlich einfach ganz normal rot sein, und ich weiß nicht, ob man dann das Schwarze entspricht und es dann so aussehen lässt ohne Verpackung. Das weiß ich nicht. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ja, ich war ja so semi-begeistert. Ich fand ihn okay, mehr leider nicht. Ich habe auch ständig auf die Schocker gewartet und auf das Kribbeln, und ja, das kam nicht so richtig bei mir durch. War nicht so richtig mein Fitzek, und ja, wir warten einfach auf den nächsten. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird es ja wieder einen geben. Und das letzte, ja, neue Buch sozusagen ist dann von Stefan Rentsch, Willow, eine Außerirdische in England. Über das bin ich weiß gar nicht mehr so richtig wie, gestolpert. Ist mir irgendwie untergekommen, fand ich irgendwie cool, dass wir hier aus der Sicht einer Außerirdischen, die auf die Erde kommt und in dem spezifischen Fall dann eben auch in England ist, dass wir da so eine Art Tagebuch erfahren. Also es ist wirklich so in Tagebuchform aufgemacht mit den einzelnen Tagen. Finde ich irgendwie sehr cool, macht einen sehr lustigen Eindruck. Es gibt wohl einen ersten Band dazu, da ist das relativ offensichtlich gewesen, nämlich ist Willow vorher in Deutschland. Das hat aber gar nicht so gute Kritiken. Das in England soll wohl auf jeden Fall besser sein, und da bin ich sehr gespannt und ja, freue mich da auf jeden Fall drauf, das jetzt auch in der nächsten Zeit zu entdecken. Ist ja auch gar nicht so dick, und ja, da freue ich mich drauf. Und nun habe ich noch 4 Bücher neben mir liegen, die ich in anderer Form schon hier habe oder hatte. Und die als echtes Exemplar bei mir eingezogen sind. Das heißt, sie sind für mich keine Neuzugänge, weil sie nicht auf dem Sub landen. Und ja, die zeige ich euch jetzt auch nur noch ganz kurz. Es sind halt wirklich, ich sag mal, Highlight-Bücher. Ja, zumindest die ersten 3, die dann als echtes Buch eingezogen sind. Ja, bei mir ist eingezogen von Jeffrey Archer Schicksal und Gerechtigkeit, der Auftakt der Warwick-Saga. Den habe ich ja gehört, fand ihn großartig, freue mich mega auf den zweiten Teil. Und ich habe per Zufall auf Lovely Books bei einer, der ich folge und die auch mir folgt, habe ich gesehen, dass sie nicht so begeistert war und auch in ihrer Abschluss-Lesestatus geschrieben hat, das ist wohl ein Buch, das bei ihr auszieht.
Und da war ich so dreist und habe eine Nachricht geschrieben, ob sie sich vorstellen könnte, mir das zuzuschicken, ob sie mir das verkaufen würde, vielleicht zu einem Preis, den sie auch bei MediaMobs Rebuy bekommt. Und so ist dieses Buch, ich glaube, für 5 Euro plus ein Porto Büchersendung bei mir eingezogen. Also ich habe im Grunde die Hälfte des Preises dafür bezahlt. Ich glaube, genau, kostet 11 Euro. Und das fand ich auch absolut in Ordnung. Und ich hätte auf Rebuy MediaMobs im Grunde auch ähnlichen Preis, zumindest zu jetziger Zeit, bezahlt. Ja, es ist bei mir eingezogen, weil ich das Buch toll fand, weil ich seit der Clifton-Saga sowieso ein Riesenfan bin von Jeffrey Archer und dieses Buch es auch absolut verdient hat, dann im Highlight-Regal oben neben den Clifton-Büchern sozusagen zu stehen. Und ja, sie war noch so lieb und hat mir auch ein Lesezeichen mit beigelegt. Und ja, es kommt jetzt, glaube ich, im März, genau, Klang der Hoffnung erscheint dann im März 2020 und da freue ich mich auch schon. Werde ich wohl auch wieder hören. Ich glaube, ich habe noch keinen Archer wirklich gelesen, sondern immer nur gehört. Ja, irgendwie komisch, aber ja, von daher, ja, freue ich mich aber drauf, dass es eingezogen ist. Dann war während der Frankfurter Buchmesse Gesa Neitzel in der Hugenbuchhandlung, wo auch wir als Kingsianer im letzten Jahr waren und auch unsere Nacht-Hangout unter anderem gemacht haben. Und die liebe Kerstin Merkel, ja, eine ganz wunderbare Autorin, ein ganz lieber Mensch in meinem Leben geworden und eben auch Buchhändlerin in diesem Hugendubel, hat mir erzählt, dass Gesa Neitzel kommt und ob ich nicht das neue Buch von ihr signiert haben möchte. Und ja, ich habe es jetzt signiert bekommen. Und ja, mir hat ja The Wonderful Wild unglaublich gut gefallen. Ich fand das ja ganz, ganz toll, dass es nicht ein reiner Ranger-Tagebuchroman in irgendeiner Art und Weise war, sondern was Gesa Neitzel eben fühlt, denkt über Naturschutz, Tierschutz, ja, Achtsamkeit und ja, wie man eben einfach auf dieser Welt miteinander umgehen sollte. Und das hat sie für mich einfach großartig gemacht und so fand ich es mega, ja, dass ich jetzt eine signierte Ausgabe habe. Und ja, ich bin nicht der größte Freak, sag ich mal, was signierte Ausgaben angeht. Ich habe auch zum Beispiel noch gar keine Fitzek-Ausgabe, die signiert ist. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn man eben ja, sowas Besonderes hat. Und das Buch wäre so oder so als echtes Buch früher oder später bei mir eingezogen. Und ja, jetzt ist es auch noch signiert. Und ja, da danke ich auch nochmal der lieben Kerstin, dass sie da an mich gedacht hat. Dann ist, ja, auch von der lieben Kerstin, aber allerdings schon, ich glaube, 2-3 Wochen vorher, ziemlich Anfang des Monats, bei mir der erste Teil der Warcross-Reihe eingezogen. Das Spiel ist eröffnet von Mary Lou. Ich selbst hatte den ersten Teil der Reihe als E-Book gelesen. Der zweite Teil ist dann schon als echtes Buch bei mir. Ja, ich habe jetzt den richtigen Band in der Hand, ich glaube schon. Ja, ist der erste von 2 Bänden, genau. Und der zweite Band ist bei mir damals schon als echtes Buch eingezogen, weil die Reihe für mich im letzten Jahr eine absolute Highlight-Reihe war. Oder war sie sogar dieses Jahr? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ist der zweite Teil dieses Jahr erschienen? Ich bin da so... Nee, ich glaube schon letztes Jahr, ne? Ich glaube letztes Jahr. Genau. Ich hatte ja auch Young Elites absolut gefeiert. Habe da, glaube ich, auch den letzten Teil stellvertretend im Regal. Und ja, die Warcross-Reihe habe ich dank der lieben Kerstin jetzt komplett im Regal. Und ja, so soll es auch irgendwie sein. Das Highlight-Bücher, die man in anderer Form gelesen hat, dann eben auch als echtes Buch bei mir einziehen. Und da war ich total happy. Ihr persönlich hat es nicht ganz so gut gefallen. Und sie wusste dann, dass sie jetzt pausiert und wohl auch nicht weiterlesen wird. Und ja, jetzt ist es in guten Händen, in meinen Händen. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Und dann das letzte Buch, was ich zeige, ist ein Buch, was auch ein absolutes Highlight-Buch ist, was bei mir vom Verlag als E-Book eingezogen ist. Und dann habe ich ein sehr cooles ja, Paket bekommen, wo das echte Buch sozusagen von Margaret Atwood, die Zeuginnen, enthalten war. Und ja, das echte Buch wäre wohl so oder so auch bei mir eingezogen, weil mich die Zeuginnen absolut geflasht hat, ähnlich wie Report der Markt. Und allein die Aufmachung ist einfach wieder großartig. Und es passt auch perfekt zu meiner Schmuckausgabe zu Report der Markt. Und da ist ein... eine Falte drin, ach schrecklich. Ja. Ja, ich fand das Buch mega, ich habe es absolut geliebt. Es ist etwas, was auch noch sehr lange nachhalt und ja, deswegen bin ich jetzt sehr happy, dass das auch in meinem Highlight-Regal landet. Und ja, das waren sie jetzt, die 18 komplett neuen Bücher plus die 4 Bücher, die bei mir eben so als Highlight-Buch dann auch noch eingezogen sind. Und ja, auf alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, freue ich mich natürlich sehr. Bin jetzt natürlich auch gespannt, was ist so bei euch eingezogen? Handhabt ihr das mit euren Highlight-Büchern vielleicht ähnlich? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auch, ob ihr eins der Bücher, die ich jetzt noch nicht gelesen habe,
schon gelesen habt, lasst mich das auch gerne wissen. In der Infobox findet ihr alle Infos zu den Büchern und zum Video auch der lieben Ruth. Schaut da gerne mal mit vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.